18. Kapitel, Schlussfolgerung, die Vollkommenheit der Entsagung, Vers 1. Arjuna sagte, O Starkarmiger, ich möchte wissen, was das Ziel von Entsagung, Tyaga, und dem Lebensstand der Entsagung, Sannyas, ist. O Töter des Kesche-Dämons, o Meister der Sinne. Vers 2. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, Alle Tätigkeiten, die in materiellen Wünschen gründen, aufzugeben, ist das, was die großen Gelehrten als den Lebensstand der Entsagung, Sannyas, bezeichnen. Und die Ergebnisse all seiner Tätigkeiten aufzugeben, wird von den Weisen Entsagung, Tyaga, genannt. Vers 3. Einige Gelehrte erklären, dass alle Arten fruchtbringender Tätigkeiten Illusion seien und daher aufgegeben werden sollten. Doch andere Weise sind der Meinung, Opferhandlungen, Wohltätigkeit und Buße sollten niemals aufgegeben werden. Vers 4. O Bester der Bharatas, höre nun mein Urteil über Entsagung, o Tiger unter den Menschen. Die Schriften erklären, dass es dreierlei Arten von Entsagung gibt. Vers 5. Opferhandlungen, Wohltätigkeit und Bußen sollten niemals aufgegeben werden. Man muss sie ausführen. Opfer, Wohltätigkeit und Bußen läutern in der Tat sogar die großen Seelen. Vers 6. All diese Tätigkeiten sollten ohne Anhaftung ausgeführt werden, ohne dafür ein Ergebnis zu erwarten. Sie sollten allein aus Pflichtgefühl ausgeführt werden, o Sohn Pritas. Das ist meine endgültige Meinung. Vers 7. Vorgeschriebene Pflichten sollten niemals aufgegeben werden. Wenn man aufgrund von Illusion seine vorgeschriebenen Pflichten aufgibt, befindet sich solche Entsagung in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Vers 8. Wer seine vorgeschriebenen Pflichten aufgibt, weil sie ihm zu mühsam erscheinen oder weil er sich vor körperlichen Unannehmlichkeiten fürchtet, gilt als jemand, dessen Entsagung sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befindet. Durch solches Handeln erlangt man niemals den Fortschritt der Entsagung. Vers 9. O Arjuna, wenn jemand seine vorgeschriebene Pflicht erfüllt, einfach weil sie getan werden muss, und alle materielle Gemeinschaft und alle Anhaftung an das Ergebnis aufgibt, dann heißt es, dass sich seine Entsagung in der Erscheinungsweise der Tugend befindet. Vers 10. Der intelligent Entsagende in der Erscheinungsweise der Tugend, der weder unglückbringende Tätigkeiten hasst, noch an glückbringenden Tätigkeiten haftet, kennt in seinen Handlungen keine Zweifel. Vers 11. Für ein verkörpertes Wesen ist es in der Tat unmöglich, alle Tätigkeiten aufzugeben. Aber wer den Früchten seiner Tätigkeiten entsagt, gilt als jemand, der wahre Entsagung ausführt. Vers 12. Jemandem, der nicht entsagungsvoll ist, fallen nach dem Tod die dreifachen Früchte des Handelns zu, wünschenswerte, unerwünschte und vermischte. Diejenigen aber, die im Lebensstand der Entsagung stehen, brauchen solche Ergebnisse nicht zu erleiden oder zu genießen. Vers 13. O starkarmiger Arjuna, gemäß dem Vedanta gibt es 5 Ursachen für die Ausführung einer jeden Tätigkeit. Höre nun von mir darüber. Vers 14. Der Ort der Handlung, der Körper, der Ausführende, die verschiedenen Sinne, die vielen verschiedenen Arten von Bemühungen und letztlich die Überseele. Dies sind die 5 Faktoren einer Handlung. Vers 15. Jede richtige oder falsche Handlung, die ein Mensch mit Körper, Geist oder Worten ausführt, wird von diesen 5 Faktoren verursacht. Vers 16. Daher ist jemand, der sich für den alleinigen Handelnden hält und diese 5 Faktoren nicht in Betracht zieht, gewiss nicht sehr intelligent und kann die Dinge nicht so sehen, wie sie sind. Vers 17. Jemand, der nicht vom falschen Ego motiviert ist und dessen Intelligenz nie in Verwirrung gerät, tötet nicht, selbst wenn er in dieser Welt Menschen tötet. Und er wird durch seine Handlungen auch nicht gebunden. Vers 18. Wissen, der Gegenstand des Wissens und der Wissende sind die 3 Faktoren, die eine Handlung hervorrufen. Die Sinne, die Tätigkeit und der Ausführende sind die 3 Komponenten einer Handlung. Vers 19.
Entsprechend den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur gibt es drei Arten von Wissen, von Handlung und von Handelnden. Höre nun von mir darüber. Vers 20. Jenes Wissen, durch das die eine ungeteilte spirituelle Natur in allen Lebewesen gesehen wird, obwohl sie in unzählige Formen aufgeteilt sind, solltest du als Wissen in der Erscheinungsweise der Tugend betrachten. Vers 21. Jenes Wissen, durch das man in jedem einzelnen Körper eine unterschiedliche Art von Lebewesen sieht, solltest du als Wissen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft betrachten. Vers 22. Und das Wissen, durch das man ohne Wissen von der Wahrheit an einer bestimmten Art von Tätigkeit haftet und denkt, sie sei das Ein und Alles, dieses Wissen, das nur sehr dürftig ist, gilt als Wissen in der Erscheinungsweise der Dunkelheit. Vers 23. Jene Handlung, die reguliert ist und ohne Anhaftung, ohne Liebe oder Hass und ohne Wunsch nach fruchttragenden Ergebnissen ausgeführt wird, wird Handlung in der Erscheinungsweise der Tugend genannt. Vers 24. Aber jene Handlung, die man mit großer Anstrengung ausführt, mit dem Ziel, seine Wünsche zu befriedigen und die vom falschen Ego ausgeht, wird als Handlung in der Erscheinungsweise der Leidenschaft bezeichnet. Vers 25. Jene Handlung, die in Illusion und unter Missachtung der Anweisungen der Schriften ausgeführt wird, ohne sich um zukünftige Knechtschaft, Gewalt oder das Leid, das anderen zugefügt wird, zu kümmern, wird als Handlung in der Erscheinungsweise der Unwissenheit bezeichnet. Vers 26. Jemand, der seine Pflicht frei von der Gemeinschaft mit den Erscheinungsweisen der materiellen Natur, ohne falsches Ego und mit großer Entschlossenheit und mit Enthusiasmus ausführt und in Erfolg und Misserfolg unerschütterlich bleibt, gilt als ein Handelnder in der Erscheinungsweise der Tugend. Vers 27. Der Handelnde, der an seine Arbeit und an die Früchte seiner Arbeit angehaftet ist und diese Früchte genießen will und der gierig, immer neidisch und unsauber ist und von Freude und Sorge bewegt wird, gilt als ein Handelnder in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Vers 28. Jemand, der fortwährend entgegen den Anweisungen der Schriften handelt, der materialistisch, starrsinnig und betrügerisch ist und es versteht, andere zu beleidigen, und der träge, immer verdrießlich und zögernd ist, gilt als Handelnder in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Vers 29. O Gewinner von Reichtum, höre nun bitte, wie ich dir im Einzelnen die verschiedenen Arten von Unterscheidungsvermögen und Entschlossenheit in Entsprechung zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur erkläre. Vers 30. O Sohn Pritas, das Unterscheidungsvermögen, durch das man erkennt, was getan werden muss und was nicht getan werden darf, wovor man sich fürchten muss und wovor man sich nicht zu fürchten braucht, was bindend und was befreiend ist, gründet in der Erscheinungsweise der Tugend. Vers 31. O Sohn Pritas, das Unterscheidungsvermögen, das zwischen Religion und Irreligion sowie zwischen Handlungen, die ausgeführt werden sollten und Handlungen, die nicht ausgeführt werden sollten, nicht zu unterscheiden vermag, befindet sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Vers 32. Das Unterscheidungsvermögen, das Irreligion für Religion und Religion für Irreligion hält, das unter dem Bann der Illusion und Dunkelheit steht und immer in die falsche Richtung strebt, o Partha, befindet sich in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Vers 33. O Sohn Pritas, jene Entschlossenheit, die unerschütterlich ist, die durch die Ausübung von Yoga gestützt wird und so die Tätigkeiten des Geistes, des Lebens und der Sinne beherrscht, ist Entschlossenheit in der Erscheinungsweise der Tugend. Vers 34. Aber jene Entschlossenheit, mit der man nach fruchttragenden Ergebnissen in Religion, wirtschaftlicher Entwicklung und Sinnenbefriedigung strebt, ist Entschlossenheit in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, o Arjuna. Vers 35. Und die Entschlossenheit, die nicht über Träume, Angst, Klagen, Verdrießlichkeit und Illusion hinausgeht, solch unintelligente Entschlossenheit, o Sohn Pritas, befindet sich in der Erscheinungsweise der Dunkelheit. Vers 36.
O Beste der Bharatas, höre nun bitte von mir über die drei Arten des Glücks, die die bedingte Seele genießt und durch die sie manchmal an das Ende allen Leides gelangt. Vers 37. Das, was am Anfang wie Gift sein mag, doch am Ende wie Nektar ist und einen zur Selbsterkenntnis erweckt, gilt als Glück in der Erscheinungsweise der Tugend. Vers 38. Jenes Glück, das aus dem Kontakt der Sinne mit ihren Objekten entsteht und das am Anfang wie Nektar erscheint, doch am Ende wie Gift ist, gilt als Glück in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Vers 39. Jenes Glück, das der Selbsterkenntnis gegenüber blind ist, das von Anfang bis Ende Täuschung ist und aus Schlaf, Trägheit und Illusion entsteht, gilt als Glück in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Vers 40. Es existiert kein Wesen, weder hier noch unter den Halbgöttern auf den höheren Planetensystemen, das von diesen drei aus der materiellen Natur geborenen Erscheinungsweisen frei ist. Vers 41. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas und Shudras unterscheiden sich durch die Eigenschaften, die dem Einfluss der materiellen Erscheinungsweisen gemäß ihrer Natur eigen sind, o Bezwinger der Feinde. Vers 42. Friedfertigkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung, Reinheit, Duldsamkeit, Ehrlichkeit, Wissen, Weisheit und Religiosität sind die natürlichen Eigenschaften, die die Handlungsweise der Brahmanas bestimmen. Vers 43. Heldenmut, Macht, Entschlossenheit, Geschicklichkeit, Mut in der Schlacht, Großzügigkeit und Führungskunst sind die natürlichen Eigenschaften, die die Handlungsweise der Kshatriyas bestimmen. Vers 44. Ackerbau, Kuhschutz und Handel sind die natürliche Arbeit für die Vaishyas, und die Aufgabe der Shudras besteht darin, zu arbeiten und andere Dienste zu leisten. Vers 45. Jeder Mensch kann die Vollkommenheit erreichen, indem er seinen Eigenschaften der Arbeit folgt. Höre nun bitte von mir, wie dies erreicht werden kann. Vers 46. Wenn ein Mensch den Herrn verehrt, der die Quelle aller Wesen ist und der alles durchdringt, kann er durch die Ausführung seiner Arbeit die Vollkommenheit erlangen. Vers 47. Es ist besser, der eigenen Pflicht nachzugehen, selbst wenn man sie unvollkommen erfüllt, als die Pflicht eines anderen anzunehmen und sie vollkommen zu erfüllen. Pflichten, die einem entsprechend der eigenen Natur vorgeschrieben sind, werden niemals von sündhaften Reaktionen berührt. Vers 48. Deshalb sollte man die Tätigkeit, die der eigenen Natur entspringt, nicht aufgeben, o Sohn Kuntis, auch wenn diese Tätigkeit voller Fehler ist. Vers 49. Wer selbst beherrscht und unangehaftet ist und materiellen Genüssen keine Beachtung schenkt, kann durch das Ausführen von Entsagung die vollkommene Stufe der Freiheit von Reaktionen erlangen. Vers 50. O Sohn Kuntis, höre von mir, wie jemand, der diese Vollkommenheit erlangt hat, auf die höchste Stufe der Vollkommenheit Brahman, die Stufe höchsten Wissens gelangen kann, indem er so handelt, wie ich es nun zusammenfassend beschreiben werde. Vers 51 bis 53. Wer durch seine Intelligenz geläutert ist und den Geist mit Entschlossenheit beherrscht, die Objekte der Sinnenbefriedigung aufgibt und von Anhaftung und Hass befreit ist, wer an einem abgelegenen Ort lebt, wenig isst und seinen Körper, seinen Geist und den Drang zu sprechen beherrscht, wer sich immer in Trance befindet und losgelöst ist, frei von falschem Ego, falscher Stärke, falschem Stolz, Lust, Zorn und dem Annehmen materieller Dinge, wer keinen falschen Besitzanspruch erhebt und friedvoll ist, ein solcher Mensch wird gewiss zur Stufe der Selbstverwirklichung erhoben. Vers 54. Wer auf diese Weise in der Transzendenz verankert ist, erkennt sogleich das höchste Brahman und wird von Freude erfüllt. Er klagt niemals, noch begehrt er irgendetwas. Er ist jedem Lebewesen gleichgesinnt. In diesem Zustand erreicht er reinen hingebungsvollen Dienst für mich. Vers 55. Nur durch hingebungsvollen Dienst kann man mich so, wie ich bin, als die höchste Persönlichkeit Gottes erkennen. Und wenn man sich durch solche Hingabe vollkommen über mich bewusst ist, kann man in das Königreich Gottes eingehen. Vers 56.
Obwohl mein reiner Geweihter allen möglichen Tätigkeiten nachgeht, erreicht er unter meinem Schutz und durch meine Gnade das ewige unvergängliche Reich. Vers 57. Mach dich in allen Tätigkeiten einfach von mir abhängig und handle immer unter meinem Schutz. Sei dir bei solchem hingebungsvollen Dienst meiner voll bewusst. Vers 58. Wenn du dir über mich bewusst wirst, wirst du durch meine Gnade alle Hindernisse des bedingten Lebens überwinden. Wenn du jedoch nicht in diesem Bewusstsein, sondern aus falschem Ego heraus handelst und nicht auf mich hörst, wirst du verloren sein. Vers 59. Wenn du nicht meine Anweisungen gemäß handelst und nicht kämpfst, wirst du in die Irre gehen. Es ist deine Natur, dass du kämpfen musst. Vers 60. Aufgrund von Illusionen weigerst du dich jetzt, meiner Anweisung gemäß zu handeln. Doch gezwungen durch die Handlungsweise, die deiner eigenen Natur entspringt, wirst du dennoch genau auf dieselbe Weise handeln, O Sohn Kuntis. Vers 61. Der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden, O Arjuna, und lenkt die Wege aller Lebewesen, die sich auf einer Maschine befinden, die aus materieller Energie besteht. Vers 62. O Nachkomme Bharatas, ergib dich ihm ohne Vorbehalt. Durch seine Gnade wirst du transzendentalen Frieden und das höchste ewige Reich erlangen. Vers 63. Somit habe ich dir Wissen erklärt, das noch vertraulicher ist. Denke gründlich darüber nach und tue dann, was dir beliebt. Vers 64. Weil du mein geliebter Freund bist, teile ich dir meine höchste Unterweisung mit, das allervertraulichste Wissen. Höre dies von mir, denn es ist zu deinem Nutzen. Vers 65. Denke immer an mich, werde mein Geweihter, verehre mich und bringe mir deine Ehrerbietungen dar. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du mein inniger Freund bist. Vers 66. Gib alle Arten von Religion auf und ergib dich einfach mir. Ich werde dich von allen sündhaften Reaktionen befreien. Fürchte dich nicht. Vers 67. Dieses vertrauliche Wissen darf niemals denen erklärt werden, die nicht entsagt, nicht hingegeben und nicht im hingebungsvollen Dienst tätig sind oder mich beneiden. Vers 68. Demjenigen, der dieses höchste Geheimnis den Gottgeweihten erklärt, ist reiner hingebungsvoller Dienst garantiert, und am Ende wird er zu mir zurückkehren. Vers 69. Kein Diener auf dieser Welt ist mir lieber als er, und niemals wird mir einer lieber sein. Vers 70. Und ich erkläre, dass derjenige, der dieses, unser heiliges Gespräch studiert, mich mit seiner Intelligenz verehrt. Vers 71. Und jemand, der mit Glauben und ohne Neid zuhört, wird von allen sündhaften Reaktionen frei und erreicht die glückverheißenden Planeten, auf denen die Frommen leben. Vers 72. O Sohn Pritas, o Eroberer von Reichtum, hast du all dies mit wachem Geist vernommen? Sind deine Unwissenheit und deine Illusionen nun von dir gewichen? Vers 73. Arjuna sagte, mein lieber Krishna, o Unfehlbarer, meine Illusion ist jetzt vergangen. Durch deine Barmherzigkeit habe ich meine Erinnerung zurückgewonnen. Ich bin nun gefestigt und frei von Zweifeln und ich bin bereit, nach deinen Anweisungen zu handeln. Vers 74. Sanjaya sprach, somit hörte ich das Gespräch der beiden großen Seelen Krishna und Arjuna. Und so wunderbar ist diese Botschaft, dass sich mir die Haare sträuben. Vers 75. Katayata, sprechend, Svayam, persönlich. Durch die Barmherzigkeit Vyasas habe ich dieses höchst vertrauliche Gespräch direkt vom Meister aller Mystik Krishna gehört, der persönlich zu Arjuna sprach. Vers 76. O König, indem ich mich immer wieder an dieses wunderbare und heilige Gespräch zwischen Krishna und Arjuna erinnere, erbebe ich jeden Augenblick vor Freude. Vers 77. O König, wenn ich mich an die wunderbare Form Sri Krishnas erinnere, überwältigt mich immer größeres Erstaunen und ich erfahre ständig neue Freude. Vers 78.
Überall dort, wo Krishna, der Meister aller Mystik, und Arjuna, der größte Bogenschütze, anwesend sind, werden gewiss auch Reichtum, Sieg, außergewöhnliche Macht und Moral zu finden sein. Das ist meine Meinung.